So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Saphir Edition Nuzlocke Challenge. Woohoo! Im letzten Part, ja, da haben wir Camillo aka Kamillentee besiegt und nun, in diesem Part stellen wir uns hier am Männerklo an und ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Deswegen gehen wir mal ganz, ganz schnell hier rein und gucken, was hier alles so los ist. Oh, geil, überall Computer, oh, so ein fettes Ding. Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt, das sind die Bedingungen, die See so wechselhaft machen. Ganz genau, die See ist wie ein lebendiges Wesen. Okay, alles klar. Was ist das? Sehr interessant. Ich kann nicht lesen. Wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört dieses dann hin? Und was mache ich mit diesem Dingsbums? Ich werde daraus einfach nicht schlau. Hallo, ich bin Bodmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Das da? Sind das Devon-Waren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu überbringen? Okay, ich glaube, der war im Museum drin, ne? Ja, ich glaube, der wollte sich diese Antiquitäten anschauen. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Egal, wir gehen jetzt einfach mal dahin und... Oh, hallo, alte Frau. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und das ist kein Song. The time of my life. Okay, Alter, die verlangen jetzt ernsthaft Eintritt. Da ist eine Geheimorganisation, ne? Die wirklich sowas von null Ahnung von Tarnung hat. Und die verlangen ernsthaft Geld für von mir, dass ich da reinkomme, ne? Okay, Kopf hoch. So, Captain Brick, das bist du, ne? Ja, wenn du Brick suchst, dann bin ich. Alter, was für ein eingebildeter Spast. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh nein, wer hätte es gedacht? Nein, hätte ja nicht sein können, dass da jetzt irgendjemand kommt. Hey, warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua und wir lieben Pokémon. Nein, wir lieben das Wasser. Wir lieben es feucht. Ich mag Feuchtgebiete. Pff. Und... Oh Gott, ey, was ist los? Unser Boss will diese Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Okay, das war jetzt sowas von unlustig. So, erstes Pokémon, Kaniwanha. Oh, so ein geiler Name, ne? Silver, du gehst rein, denn ich glaube, Q, du wirst hier nicht sonderlich viel machen können, weil das Pokémon halt ein Wasser-Pokémon ist und du einfach mal gar keine Chance gegen sowas hast. Und deswegen, Reptane mit der Beule, du gehst rein und machst einen Absorber. Oh, geil. One-Hit. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Okay, Spieler besiegt Aquarüpel. Adieu. Oh, geschlagen von einem Kind. Ey, ich bin 10,5. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pff, du Waschlappen. Ich werde die Dinger, das Ding schon schaukeln. Ey, die sind alle sowas von überzeugt von sich, ne? Ich pack's nicht. Okay, Metallklaue, komm. Superschall. Ja, das wurde leider nichts, Kumpel. Das wurde leider nichts. So, wie viel zieht das ab? One hit. Yes, one hit. Das ist mein Q. Das ist mein Pokémon. Das ist mein Pokémon. So, Kaniwanha. Nochmal Pokémon wechseln, Silver rein mit dir und dann schön saugen. Ich meine Absorber. Was habt ihr denn gedacht? Komm. So, Absorber. Werden wir das schaffen? Werden wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Wir haben gewonnen! Bitch, please. Okay. Ich habe so Bock auf die 3DS-Projekte, das glaubt ihr gar nicht, ne? Ich glaube, sobald ich das 3DS-Dings habe, werde ich... Dieses Let's Play. Also sobald ich die Capture Card habe, werde ich alle Projekte irgendwie pausieren und irgendwie am Anfang zumindest nur 3DS-Projekte machen. Zumindest zum Großteil. Und was ist das hier, Big Boss? Ich bin gekommen, um zu sehen, was du mir so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Adrian von Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die Erdbadenpläne von Team Aqua einmischst? Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf Kräften des Meeres. Daher setzt die Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht doch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Ha, du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist deine Warnung. Lebe wohl. Oh, du bist Matt.
Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich es vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Bitteschön. Ich frag mich ohne Scheiß immer noch, wie diese Dinge aussehen. Okay, Expedition Pipapo. Ich glaube, jetzt sind wir hier fertig. Heißt also, wir können auch weiterziehen auf Route. Was macht der noch hier? Ei, was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. So, das war, glaube ich, Raub, ne? Ja, ich glaube, das war Raub. Ich bin mir aber nicht sicher. So, an sich ist dieses Museum todeslangweilig. Ich bin überhaupt kein Fan von sowas, ne? Ich glaube, ich war in meinem Leben, dreimal in einem Museum, ne? Und ich kann mich irgendwie nur an das letzte Mal richtig erinnern. Das war mit meiner Kunstklasse und, Leute, oh Gott, damn it, das war so langweilig. Ich bin zwar wirklich ein Mensch, der, ja, okay, das klingt jetzt scheiße, wenn es aus meinem Mund kommt, künstlerisch mehr oder weniger begabt ist. Das Ding ist aber, ich interessiere mich einen Scheißdreck für solche Kunstwerke wie von, ja, was weiß ich, was da alles gibt. Auf jeden Fall diese alten Gemälde. Ich finde die alle ekelhaft, ey. Die sehen überhaupt nicht schön aus. Sie sehen alle abartig aus. Okay, auf jeden Fall. Das haben wir jetzt geschafft. Und Hallihallöchen. Kleine Omi. Nein, das ist keine Omi, das ist eine Mama. Ich werde überall hingehen, um meine... was steht da? Elysischen Pokémon zu präsentieren. Ja, okay, neues Wort gelernt. Ich will einen Plusel. Boah, das wäre so geil. Wäre so geil. Wäre so geil. Ich will einen Plusel. Taco, komm. Das Ding ist stark. Wallah, das Ding ist stark. Na egal, meine Verteidigung ist unzerstörbar. Ich fass es nicht. Hallo, Omi, lass mich durch. Ist das eine neue Route? Nö, ist es nicht. Obwohl, warte mal, ich glaube, das ist eine neue Route. Warte, Route 110. Und dann... Route... Ah, 103, hier kann ich mir was fangen. Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Gras. Schade. Spürst du die wohlige Berührung unseres wohltuenden Wohlgeruchs? Alter, was hat die denn genommen, ne? Ich schwöre, die ist auf Gras. Auf Crack. Gras. Also es war wegen dem Wohl und so. Okay, Rockzuckhieb und dann nochmal Rockzuckhieb und das Ding ist besiegt. Q erreicht Level 19 und entwickelt sich leider noch nicht. Schade. Ja, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück zum Pokémon Center. Ich weiß jetzt immer noch nicht, seit wann ich aufnehme. Fuck. Ich glaube, ich werde jetzt noch 7 Minuten aufnehmen und dann werde ich den Part auch beenden. Und ja, ich hab's dann halt einfach nur drauf, ne? Siehst du auch so. Jose. Okay, na. Ja, jetzt kommt ein Plusel, ne? Am Arsch. Ich will dieses Pokémon haben. Ich mag das Pokémon. Okay, Pokémon wechseln. Sheen hat ein Item. Nehmen. Kingstall. Ich wusste schon immer, dass ich der Boss bin. Okay, ist gut. Hier, ihr zwei. Yo, wir... Ach so, die heißt so. Wir kämpfen als Team. Ich würde, das führt so schnell zu Missverständnissen. Ne, das geht gar nicht. Wieso hat jeder ein Plusel und Minum? Ich will auch solche Pokémon. Gib denen eine Lebensstelle, so. Part. Aufruhr und dann... Ja, wir können das jetzt spielen. Das ist ja scheiße, ja, eigentlich. Und... Das eine ist down, das andere ist auch down. Und Zelda erreicht Level 19. Perfekt. Okay, nächster. Ich hab ne Halbglatze. Boah, dieser Text, ne? Metallklaue, komm. Ey, wie schnell die alle besiegt sind, ne? Ich fass es gar nicht. Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstadt. Das wusste ich gar nicht. Ich schwöre, das wusste ich nicht. Ja, ich lerne auch noch dazu. Nice. Okay, komm. Du bist auch draufgegangen und noch ein Carpador. Oh, nee, bitte nicht so hart, ey. Okay, ich glaube, damit wäre ich auch mit dieser Route fertig. Ich könnte theoretisch mit Zerschneider versuchen. Ja, was heißt hier versuchen? Ich glaube, ich lerne sogar Zerschneider einen Pokémon. Ja, Sheena. Ah, Sheena hat ein Item. Mein Item! Item nehmen. Supertrank. Ist nur ein Supertrank. So, und dann Pokéball. Du gehst mir. Mega Block. Das ist der Blockbuster von Freitag. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Und dann das hier. Und dann noch als letztes das hier. Ey, das ist so ekelhaft, hier rauszukommen, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für den Part, ne? Boah, waren jetzt zwar nur 3 Minuten, aber ich glaube, ja, na doch. Ich glaub,
Ich bin bei 15 Minuten circa. Zumindest habe ich so irgendwie das Gefühl, dass es 15 Minuten sind. Und ich merke, ich fange wieder an zu speeden, bis zum geht nicht mehr. Ey, ohne Scheiß, das ist echt sowas wie eine Sucht. Das geht nicht klar. Sollen wir in dieses Haus? In das Haus vom Nikolaus. Nein. Ich kann es versuchen. Aber das machen wir im nächsten Part, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.